Da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Don't Starve. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier, wir werden gerade von Spind verfolgt. Und geht direkt los. Ja, in der letzten Folge draufgegangen, leider Gottes. Das hier habt ihr nie gesehen. Nee, wir müssen das natürlich alles noch lernen. Aber hier gibt es ein paar Blumen zu pflücken. Und jetzt hier an dem Spot, Waffen? Wo wir gestartet sind, sind einfach direkt mal ein Haufen Spinnen am Start. Jetzt hier auf dem neuen Server. Da sind die Waffen. Eine neue Runde, neues Glück quasi. Und Kisten. Und Kisten sind hier auch. Das ist natürlich sehr prickelnd. Man kann hier auch die Kamera drehen. Oh, hier gibt's Essen, Alter. Oh. Die will ich gar nicht aufessen. Schnell looten. Meat. Ja, und ganz ehrlich, noch die letzten Folgen darf man auch nicht zu ernst nehmen. Da haben wir halt einfach mal ausprobiert und ein bisschen aus Fun und jetzt legen wir das. Oh Gott. Jetzt sind die Pros zurück. Alter, hier ist Eggplant und alles. Dragonfruit. Wie viel Essen gibt's denn hier? Hier ist auch ein Ei drinne. Was kann man mit dem Ei denn machen? So, das Ei kann man aufziehen. Also man kann es entweder essen einfach oder man kann so einen kleinen Vogel da rausholen quasi. Ach, wie cool. Und der ist dann sowas wie ein Pet. Oder wie? So ein Haustier kann er sein dann? Ja, genau, ja. Okay, ich habe eine Axt parat. Dann wird er groß und dann kämpft er auch für einen. Den finden wir bestimmt auch nochmal hier auf der Map, den Tall Bird. Der ist auch ganz schön gefährlich. Okay, ihr habt alles rausgenommen aus den Kisten, alle Waffen? Nee, ich habe mir nur eine genommen. Alles raus aus den Kisten. Okay, dann gehe ich jetzt auf Suche. Also mal ein paar Saplings finden, damit wir uns gleich auch eine Pickaxe machen können. Das wäre nämlich super. Treffen wir uns gleich am Portal wieder. Freunde, wer hat die Pickaxe? Ich würde mich lieber woanders treffen, ehrlich gesagt. Hier sind so viele Spinnen überall. Ja. Ich glaube, die Pickaxe hat keiner, oder? Doch, einer muss ja aus der Kiste rausnehmen. Ich hab die Pickaxe. Da musst du Steine suchen, Alter. Wir müssen uns ja ein bisschen koordinieren jetzt. Ja, weil du kannst, bist der Einzige, der das machen kann. So, ja, dann hier sind schon Steine. Ich sammle ein bisschen Gras auf. Ja, dann müssen wir uns gleich bei der Dämmerung aber am Portal nochmal treffen und zusammen irgendwo hinlaufen. Wer auch immer die Schachtel, Schaufel hat, sollte auf jeden Fall die Büsche dann auch mitnehmen. Ja, die müsste auch der Irich haben. Ja. Ja, der hat alles. Ja, ich habe alles rausgenommen, weil die Spinnen da, die waren nicht auf mir quasi und dann hatte ich gerade Zeit. Sie waren nicht auf dir, die Spinnen? Ja, die waren nicht auf mir. Hast nicht auf dir liegen, sonst hast du es immer öfter. Also Spinnen sind wichtig eigentlich. Warum denn eigentlich? Von denen kriegt man die Spinnendrüse und mit der kann man dann Leute wiederbeleben. Ich glaube, man braucht noch 3 Stroh oder 4. Und dann kann man so ein Telltale-Heart craften. Das kostet ein bisschen Gehirn. Oh! Alter, Tentakelattacke! Oh mein Gott! Gehirn. Totes Gehirn. Boah, ich wäre beinahe raufgegangen. Es wird auch schon wieder Nacht. Wir sollten eigentlich schon wieder zurückgehen dann und uns treffen. Ja, ne? Bei diesem Sumpfgebiet müsst ihr aufpassen. Geht am besten erstmal gar nicht in dieses Sumpfgebiet rein. Oh mein Gott. Danke für die Info. Wenn ich jetzt was esse, lädst du dann mein Herz wieder auf? Oh, ich habe ja auch ein Tallbird gefunden gerade. Ein bisschen. Den kann ich dir dann gleich mal zeigen. Es ist aber so eine Verschwendung, was zu essen, wenn man eigentlich keinen Hunger hat. Oh mein Gott, der Weg ist auch eingekleistert. Okay, ich suche noch ein bisschen Gras, aber hier sind verdammt viele. Boah, wie ich mich erschreckt habe gerade vor der Tentakelkreatur. Beinahe wäre es wieder um mich geschehen gewesen. Kann ich froh sein, dass ich der coole Rick bin, wisst ihr? Der coole Rick? Der Badass. Ich habe leider nur eine Blume bisher gefunden, also Blüten für meinen Kranz. Ja, wir machen jetzt mal einen richtigen Hut für den. Bei dem Rick ist das Problem, dass der extrem, also dieser Charakter, der ist Wick oder so heißt der eigentlich, weil es natürlich dem Rick von Walking Dead nachempfunden. Und bei ihm ist das Problem, dass er sehr schnell verrückt und crazy wird. Zwar viel aushält, deswegen bin ich gerade nicht gestorben, aber ganz schön schnell verrückt und crazy. Und deswegen ist es bei mir ein Riesenproblem. Deswegen brauche ich dringend so einen Hut, der meine, ja, der so ein toller Zylinder oder einen tollen Kranz um den Kopf, der meine Laune deutlich aufbessert. Treffen wir uns denn jetzt irgendwo? Also ich bin hier gerade am Portal, ich bin gleich wieder da. Da bin ich. Ey, wie viele Spinnen. Alter, wie viele Spinnen hinter dir sind. Oh. Ja, ein paar Spinnen im Schlepptau. Ja, was soll's, ne? Was Hauptsache, soll ich? Könnte ja sonst nichts. Halt nicht angreifen hier in deinem Spinnen. Oh, das habe ich gerade getan. Aber es war eine einzelne. Ja, eine einzelne ist okay. Ich hab's erledigt. Okay, da kommt noch eine. Wobei das ist nicht so Nähe schön. Ist hier. Hilfe! Ich habe auch gut was abbekommen durch den Tentakel, Mann. Ich glaube, ich muss leider was essen von diesen tollen Bieren. Oh, ich sollte mir lieber das Fleisch braten, ne? Ich hab gerade einen Killing Spree. Oh, ich habe einen Redcap gegessen. Okay. Oh, ich hab schon 7 oder 8 Spinnen in Folge getötet. Ja. Komm, eine nach der anderen, ey. Yeah. Sehr schön. Oh, ich hab den ganzen Kokon heute getötet. Soll ich den Kokon jetzt abreißen? Vielleicht. Welchen denn? Hast du den Dreier? Der so 3 Kokons. Leute, wir brauchen schnell ein Feuer. Normaler. Ja. Ja, dann nicht. Ich mach mal eins dann hier nicht. Direkt. Okay. Ja? Achtung. Ja, machen wir hier eins, ja. Ja. Komm, am Portal. Oh Gott, ich muss ja auch zum Feuer, schnell. Und ich muss dringend jetzt was braten und essen. Da unten.
Ach, wir haben ja schon Feuer, das ist ja nice. Okay. So, ich brauche nämlich meine Lebensenergie wieder. Kann mir jemand irgendwas, eine Axt geben oder so? So, dann mach ich schon mal Ich kann dir vielleicht eine bauen. Nee, kann ich nicht, mir fehlt leider ein Stein. Für den konnte nur der Erik. Oh, so ein geiler Hut. Ach so, doch, hier. Jetzt mal meinen Styler-Hut, damit ich nicht crazy werde. Ich hab nur einen. Danke, Alter. Hast du schon eine, Flo? Das ist super lieb. Ich hab keine Stöcke. So, bei dem Hut geht nämlich meine Dings nicht so schnell runter jetzt mehr. Muss aber trotzdem noch Blümchen pflücken. Ich hab nur noch 83, das ist bei dem Rick echt krass, ne? Ja, ich hab hier schon drei Spinnenseide-Dinger und daraus können wir, glaube ich, einen cooleren Hut machen. Ich muss noch einen cooleren? Top Hat. Sechs brauchen wir davon. Ich hab noch eins, ja, okay. Hat noch jemand? Ich muss auch mal als Feuereimer ein bisschen was braten, weil ich bin schwer verletzt. Muss mir ja unbedingt mal hier ein bisschen was zusammenkommen. Spinnennetz? Jemand? Nee? Keiner? Nee, ich hab leider nichts. Achtung. Naja, dann schlachte ich gleich noch ein paar. Jemand mal noch zwei Stöcke für mich. Oh, ich hab gerade aus Versehen jemandem mein Essen gegeben, aber nimm das ruhig, Benny. Brauchst du nicht? Nee. Tommy, wo ist er? Hier, ich steh bei dir. Ja. Alter, was gibt denn hier Leben? Dragonfruit vielleicht? Cool. Was gibt da denn ist wieder eine Spinne. Achtung, Tommy. Das Leben lädt sich auch nicht von selber auf, oder? Jetzt kommt bestimmt ein ganzer Schwarm gleich. Nur wenn man schläft. Okay, dann muss ich dringend pennen, meine Runde. Da kommen sie. Oh mein Gott. Attacke der Spinne. Ich hab noch so ein Ding. Yeah. Dafür müssen wir uns erst was bauen halt. Hier, aber wie findet ihr denn meinen tollen Zylinder? Der ist doch fast cooler als die Dings. Ne? Auch in die Community gefragt. Yeah, es ist wieder Tag. So, das war jetzt Day 1. Wir spielen bis Day 3 in dieser Folge. Tag 3. Oh Gott. Bleib stehen. Day 3. Day 3. Also, bauen wir da unser Camp jetzt hin. Dann sollten wir erstmal diese Spinnennester wegmachen. Guck mal. Bitch. Ach, wir wollen hier unser Camp hinbauen. Oder? Ich weiß nicht. Könnten wir. Ja, jetzt aber haben wir doch alles geklärt. Was? Nein. Nee, hier unten ist noch das Riesennest ist noch da. Ja, das Riesennest ist noch da und alles. Boah. So, und jetzt geht auch mein Bewusstsein wieder nach oben, dank meinem tollen Zylinder, den mir der E-Rich gemacht hat. Der ist nämlich voll der Wissenschaftler, auch. Eine? So, jetzt mache ich mich auch mal nützlich, Freunde, was kann ich denn tun? So, jetzt haben wir ein bisschen Tag. Gehe ich mal ein paar Bäume fällen vielleicht, oder? Können wir mal brauchen, ein bisschen Holz. Also wir machen das Lager jetzt direkt hier an, oder was? Ja, genau, würde ich sagen. Ja, okay, dann clear ich mal hier unten die Spinnen. Und leg mal das Ganze. Dann helfe ich aber dir. Aber vorsichtig, vorsichtig. Ja, ich hab das unter Kontrolle, hoffe ich. Na, du schaffst das, Junge. So, schön ein paar Sachen mitnehmen hier. Bisschen hölzern, alles, aber funktioniert trotzdem. Warum bist du denn heute so hölzern? Du mit deinem Zylinder hier. Juhu! Ey, du bist, ihr seid solche krassen Diebe alle. Ohne Scheiß. Ich hab selten. Das ist schlimmer als der Grund, der alte Ludwig. Ey, lass die hier, fang die. Die gelben. Der Domi und der Tommy, ey, die sind so gierig. Nice. Okay. Und jetzt? Ich war da gerade zufällig auf dem Weg. Ja, klar. Ey, was liegt denn hier geiles? Alter Schwede, hier liegt voll viel Gold. Ist das richtig so? Achtung. Ich hab hier rausgelockt. Warum habt ihr eine Schaufel liegen lassen? Die nur fangen einfach. Die nehme ich mit. Eine haben wir. Jetzt noch die letzte. Ah, ich helfe euch lieber mal. Ah, schade. Sauber. Ja. Sauber. Okay. Sehr gut. Jetzt können wir das. Ah, ne, eine ist hier noch. Rauf hier, ich helfe euch. Nein, ja. Warte. Spinnenplage. Was? Ja, bringt das nicht zerstören? Jetzt. Doch, jetzt schon. Jetzt Rauf, schon, ja. Mit allem, was wir haben. Wir haben sie alle. Ja, Mann. Da kommt richtig viel Spinnen. Boah, ich zieh mir das nah raus. Boah. Alter, ich kann eh nichts mehr aufnehmen. Boah. Nimmt das ruhig. Boah, dieser Grafik. Jetzt kann ich erstmal zwei Hüte bauen. Warum habt ihr eigentlich so viel rumgeworfen? Einfach nur so das ganze Zeug, so eine Schaufel und so, ist doch voll schön. Ich brauche Platz. Wer braucht so einen Hut? Ich werf dir ein bisschen Kacke noch dahin, Alter. Hier, guck mal, ist ein bisschen Kacke, das passt ganz gut ins Bild. Sieht ihr auch mal hier aus der Nähe. Man kann hier so schön mit dem Mausrad ranzoomen. Mach mal noch ein bisschen mehr Kacke. Ja, komm, leg da was dazu. Sieht ja echt beschissen aus hier. Okay. Yay, der Zylinder, Mann. Ey, wir sind alle Zylinder-Joeys, ne? Okay, ich hab Eden gefunden, ich sag's nur. Eden? Was hast du gefunden? Eden gefunden? Das Eden. Land Eden, okay. Das Land Eden, wo alles... Ich baue jetzt hier ein neues Lager. Ja, okay, ich mach mal hier noch das Holz und so hin, damit wir dann ein Feuer bauen können. Okay, Holz habe ich auch noch ein bisschen was. Also habe ich da hingelegt, könnt ihr mal da ein Feuer bauen. Also dann mache ich mal lieber ein Feuer, dann mache ich mich mal nützlich. Ich bin ja wieder nur am Rumdümpeln und Quatschen. Das ist natürlich auch nicht so der Plan gewesen eigentlich. So, mache ich hier mal ein Feuerchen.
Brauchen wir das denn jetzt überhaupt noch? Ne, warten wir lieber noch was, oder? Ob Ach, wir bleiben da ja. beim Portal, ja? Ich meine, das muss ja nicht ja, die ganze Zeit brutzeln, ne? Wir machen das einfach Das muss eigentlich nur dann, wenn genau. der Bereich oben blau ist. Ich glaube, vorher brauchen wir das nicht. Ey! Da liegen noch ein paar Federn. Was denn? Ich war gerade Grasbüschel am Pflanzen und so ein Vogel hat mir die aus der Hand geklaut. Hat die auf den Kopf geschissen? Nee, nix da, Benny. Oder doch nicht. Kann ich mir vorstellen, dass es in dem Spiel sowas gibt. Hier gibt es ja viele Überraschungen, wie wir schon gesehen haben. In der letzten Folge auch Baumbart. War ja auch am Start. Ja, es ist echt abgefahren. Es kommen immer wieder neue Sachen hinzu, die man nicht kennt. Aber diesmal kriegen wir es wenigstens halbwegs strukturiert hin. Was natürlich an euch mehr liegt als an mir, muss ich gestehen. Ich bin auch so neu in dem Spiel. Aber ich sammle dafür fleißig Holz und nachher haben wir ganz viel Holz wegen mir. Ich dünge gerade unsere Pflanzen. Während mein Boomerang da oben liegt. Oh Gott. Ich brauche Stein. Hat jemand noch Stein? Dann kann ich mir eine neue Axt bauen. Meine ist nämlich im Eimer. Nö? Niemand? Niemand? Nee. Nee, leider nicht. Oh. Die Splints, ne? Wie ja, heißen die nochmal? Flint. Flintstones. Flint. Ach genau, Flint. Ich hab noch 12. Ah, das ist ja, trifft sich ganz gut. Ich mache jetzt mal ein Lagerfeuer, Freunde. Wir müssen es ja nicht übertreiben mit Warten wieder. Sonst zieht ja. uns das auch wieder so runter. Aber ja. schön warm, hier ist auch was kalt. Was ist denn mit dem Charakter los? Ich habe diesen geilen Hut an. Trotzdem verliert der hier die ganze Zeit Psychoterror. Was? Vielleicht bringt der Hut gar nichts. Doch, doch. Der bringt richtig was sogar. Ja, aber ich krieg trotzdem krieg nach unten wieder. Da, sieht man's. Wenn du drauf wärst, was steht denn da für eine Zahl? 93. Quasi, ne? Ja, also was ist der denn für ein Psycho, der Wick? Der Wick aus Walking Dead. Walking. Am Tag müsste sich das regenerieren jetzt. Hier, komm mal her, Tommy. Jetzt sind wir die Zylinder-Gang. Yeah. Aber das ist echt, ja, wie krass. Ich baue auch mal eine Falle. Er sieht schon wieder die ganze Zeit Glory. Ja, hab ich. Ja, echt. Ach ja, doch, da ist er. Geil. Ah, das passt ja zum Rick, ne? Das muss Zylinder-Gang. Ja, das stimmt. Das ist ja ultra nice. Die alten Herren sind wir jetzt. So, ja. Ich hab da auch noch mal eine Komm, lass mal einen Tee trinken, oder? Oh, Gentleman's Club heute. Ja. Die Gentleman, dearest Gentleman. Hi. Mein Name ist Rick. Ich bin einer der dearest Gentleman in the world. Und hat jemand vier Rocks noch? Dann könnte ich schon mal so eine Improved Farm bauen. Guten Tag, Benjamin. Oh, hier liegen Rocks, geil. Ich baue mal eine Improved Farm. Oh, sie sind ganz schön dünn geworden, Herr Dominik. Oh, ja, stimmt, ich muss wegen was essen. Oh, ich muss auch was essen bauen. Kann jemand eine Alchemy Engine bauen schon? Ah, ich warte mal meine Berries. Kochtopf, das wäre cool. Hat jemand schon 6 Gold und so für eine Alchemy Engine? Ich hab noch das Gold, ja. Ich hab dir aus Versehen wieder meine ganzen Beeren gegeben, Domi. Naja. Kann ich Improved Farms bauen? Ja, okay. Warte, ich kann dir gleich wieder zurückgeben. Ich kaufe jetzt erst meine. Ja, werfen wir einfach ein paar gebratene darüber. Das ist ein bisschen blöd gemacht, wenn so viele Leute da sind, verklickt man sich schnell, ne? Oh, ja, ne, man braucht eigentlich noch mehr Feuer. Weil dann immer einer durchrennt, durchs Bild aufstellen. Ey, ihr müsst das mal befeuern. Oh Gott. Ja, geht mal weg. Ich hab keine Woodlocks. Geht mal weg. Der Dünne. Warte, ich mach noch mehr. Geh noch mal weg, bitte. Ich werf mal einen drüber. Ja. Sehr schön, Jungs. Okay, nice. So, wo ist die Alchemy Engine? Ich brauche die ganz dringend. Ja, ich mache. Wir schaffen es, die Folge zu überleben, Mann. Ja, Mann! Ich habe irgendwie gute Dinge. So. Am Anfang aber auch jede Menge zu essen. Oh nein. Habe ich irgendwie ein paar Karotten gegeben, ich glaube. Einmal bitte aus. Hier, Walle, oder? Die habe ich mir Karotten gegeben. Kann man jemand nee, ich habe leider nur eine. Kann mal jemand diesen scheiß kleinen Baum da wegmachen, bitte? Wie geht das? Ich übernehme das. Wenn du mir einen Stein gibst, dass ich ein Tool basteln kann, weil mir fehlt schon der Stein, ach so. Wie gesagt. Ich kann ja keine Axt. Leider keine Axt basteln. Ach, ich habe übrigens noch jede Menge Woodlocks, 20 Stück hier, wo ich eben gesagt habe, ich habe keine. Hier, 20 Stück. Ah, jetzt fehlt mir auch noch ein Sapling. Scheiße. Muss ich eben auch noch suchen gleich. Ich nehme einfach den hier. Oh Mann, den kann man jetzt nicht ausgraben oder was, den Scheiß. Zylindergang, Zylindergang. Jetzt bau den doch irgendwo hin, Erich. Also, wir haben jetzt übrigens hier diese Science Machine gebaut und damit eröffnet einen das wie so eine. Man kann. Oh, da bin ich aus Versehen weggeklickt. Man kann hier so ein bisschen ein paar Sachen basteln. Ich gehe das mal gerade hier durch. So, und das ermöglicht einen sozusagen wie eine Werkbank in Minecraft. Ich glaube, das ist ziemlich schnell erläutert. Und hier damit können wir mehr Sachen craften, um das mal zu zeigen kurz auch. Ich kenne mich ja, wie gesagt, noch nicht so. Wir brauchen ganz viel Kacke. Ich brauche erstmal vor allem. Ich hab 21 sogar.
Was ist das, ja, jetzt, was du hier gebaut hast? Eine Improved Farm, da kann man jetzt immer so Samen reinpflanzen und dann wächst es. Die braucht, nee, man auch drauf, nicht, die braucht man auch nicht mehr düngen, weil die sind schon gedüngt. Ich habe ein paar Samen am Start, aber du hast da schon was reingeballert, oder? Genau, ja. Also so Farmen müssen wir ganz viele bauen. Dann müsste jeder mal von euch noch ein paar bauen. Ich habe mal hier eine Kacke-Kiste eröffnet. Also wir sollten vielleicht erstmal noch ein bisschen was suchen. Ich habe nämlich ja nichts. Ich suche Gras, aber ich brauche dringend Saplings und ja. Um mir Tommy, du musst hier die Sachen düngen, die ich gepflanzt habe und die noch nicht leuchten. Oder hier diese Saplings, die noch nicht aufrecht stehen. Ja, warte. Hier und hier gerade die vier Grasbüschel. Irgendwie? Da drüber gehen mit der. Mit der Kacke drüber und dann steht da Fertilizer. Nee, irgendwie oder so. Nicht. Irgendwie geht. Nee, bei denen geht's vielleicht nicht. Nee, das geht und nur. Hier bei, hier bei dem Gras. Beim Gras. Nee. Beim Gras geht's mit dem Dünger. Hier, bei dem hier. Müsste es gehen. Bei den unteren vier. Hier. Die oberen sind ja schon. Oh, ja, also ja, man stimmt, kennt ja den Unterschied an den Büscheln. Stimmt, ja, ja. Stimmt. Okay, dann geht's bei den Saplings giftig, vielleicht ne? einfach nicht. Die okay. wachsen von alleine. Die roten sind giftig. Ja, sind schön viel Scheiße einsammeln. Fliegenpilze. Ja, wir brauchen ja Scheiße. Und eine Schaufel. Wir brauchen Schaufeln. Ich muss mir auch mal eine bauen. Willst und du auch Büsche schaufeln oder was? Nee, ich will Büsche ausgraben. Wir brauchen und Scheiße. So. Wir brauchen ganz viel Scheiße und Schaufeln. Erik, du bist bei mir irgendwie gerade leiser geworden. Okay. Immer noch, immer noch? Hallo, hallo? Ja, also oh, es geht. Man kann dich schon hören, aber du bist ein bisschen leise. Ich weiß nicht, vielleicht war es letztens auch schon, ist mir gerade nur bewusst aufgefallen. Oh, hier ist Scheiße. Bring ein bisschen Kacke mit, Freunde. Ja, alles mitnehmen, was geht. Jetzt will ich mal wissen. Ich habe und holt euch auch mal alle Schaufeln, sodass wir ganz viele Obstbüsche auch nach Hause kriegen. Das lohnt sich wirklich, diese Blumen aufzuheben. Und da sind wieder Schweinemenschen. Die gibt es ja auch zuhauf. Das sind keine normalen Schweine, sondern Schweinemenschen. Da sehen wir sie gerade mal, ich zeig sie mal aus der Nähe. Hier ist immer noch Let's Play, da kann man ja. Ah, der Schweinemensch hilft mir jetzt. Die greifen sich gegenseitig an. Oder kommt noch ein Schweinemensch? Kannst sie auch füttern übrigens, ne? Die Schweinemenschen. Die soll nicht mal essen. Dann kämpfen die mit dir gegen Spinnen. Ja, wenn du den Monster nicht gibst, dann folgen die dir und helfen dir Holzhacken. Boah, voll gut. Und so ein Zeug. Wenn du also sozusagen Pets. Boah, da sind ganz viele Schweinemenschen gestorben. Sieht das gut aus. Zack. So. Was brauchen wir denn jetzt für die Farmen? Also voll fies, ein Schweinemensch. Die Farmen zu braucht essen man hauptsächlich Büsche, Scheiße und Rocks. Okay. Büsche, Scheiße und Rocks. Ja, Rocks ist halt zusammenfassend, oder? Also Rocks ist echt das Problem. So, ich meine, jetzt haben wir echt weniger Axt. Die ziehen wir mal wieder hier vorne hin. So, ich habe schon eine zweite Farm am Start gebracht. Boah, Alter, der Tommy ist so schnell. Zum Glück ist der da am Start. So, können wir noch ein paar Flints mitnehmen? Ja, wir brauchen noch Rocks, ne, irgendwie. Ich habe ein paar Flints leider nur, aber ich baue mir gleich mal eine Pickaxe, dann gehe ich auf Rocksuche. Ich glaube, ich kann den, ja, ich baue mir den jetzt guten Wicktoot mal aus dem Inventar werfen, weil der blockt echt ein Inventar. Wir brauchen Rucksäcke auch noch, ne? Die bringen ja dann mehr Inventarslots. Ja. Leider bringt dieser Hut nichts, auch wenn er cool aussieht. Vom Rick, so wie ich das gesehen habe. Ja, sieht anscheinend nur cool aus, irgendwie. Ja. Nur gibt's so, ich hole mal ein paar Rocks. Gut. Unser geistigen Zustand. Ach, wir sind da. Da, der Domi, hey. Alter, kann Vogel. Oh, jetzt so ein Dings, das den mal umhauen. Oh! Alter, die sind ja voll stark, die Frösche. Ja, ja, den musst du dich in Acht nehmen. Ja, die sind echt mies. Der hat mich entwaffnet. Ja, das auch noch. Das kommt auch noch dazu. Das gibt's ja gar nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Okay, dann greife ich den jetzt besser nicht an, weil es hat mich wieder viel Leben gekostet. Naja. Shit happens, ne? Sag mal, also schön. Was ist eigentlich hier mit den Schweinemenschen gewesen? Die haben doch gerade hier gefightet. Vielleicht können wir noch ein bisschen. Nee. Nur eine Karotte. Hier liegt wieder dein Hut, ne? Ja, den habe ich doch gerade erzählt. Wegen deinem Zylinder hast du ja. Aber ich kann. Aber ist irgendwie verweint. Ja, ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. Aber der nutzt sich auch ab, ne, der Hut, da müsst ihr aufpassen. Also wenn man den trägt, am besten echt nur tragen, wenn man ihn auch braucht. Und oh, das ist übel, ja. Okay, gut zu wissen. Okay, was kann ich denn jetzt droppen hier? Pinecone, komm, egal. Wollen nicht. Ach, ich will alles droppen. So, das lassen wir so und jetzt nehme ich mal die Torch nachher noch in die Hand, aber brauchen wir jetzt noch nicht. Boah, jetzt geht's bei mir schon runter wieder, das gibt's doch gar nicht. Es geht trotzdem aber Zylinder das ist bei Nacht. Dämmerung. Ja, bei Nacht ist, glaube ich, normal. Das ist bei mir auch so. Ja? Ja, ja, bei Dämmerung und Nacht geht's runter und dann am Tag geht's wieder hoch halt. Okay. Na, immerhin haben wir den Tag überlebt. Ist ja schon mal immerhin etwas, Freunde. So, ich mache mich jetzt langsam mal am Rückweg. Oh Gott, wo ist denn unser Lager? Ich weiß auch gerade nicht mehr, wo unser Lager ist.
Ach du Scheiße, ich habe gar kein Feuer. Du musst einfach nur den Weg entlang gehen. Also in die andere Richtung. Man muss sich echt einmal sehr nah ans Feuer ranstellen, ne? Ich folge dir einfach. Nimm mal noch die Büsche hier mit. Okay. Ich kann kein Dings mehr Holz mehr aufheben. Du musst einmal hier rammen, wenn es geht. Oh ja, ich habe auch nur noch ganz wenig Platz, aber... Vorsicht, Spider. Spider-Man. Hey, wir haben hier immer noch kein richtiges Feuer hingesetzt. Erledigt. Wir sind Spinsau. Lass mal hier abhauen. Warte, ich mach eins. Spirit, ja. Das wird gerade ein bisschen hot. Eine Hot Zone. So. Mal hier lieber die Fackel in die Hand gerade. Sollte man nicht zu lange fackeln lassen, das Ganze. Roasted Berries. Oh, shit. Was ist los? Findest du unser Lager nicht? Doch, doch. Einfach hier runter, aber wir müssen mal den Spinnen hier ausweichen. Muss ich mir unbedingt mal markieren, irgendwie, dass da ein Lager ist von uns. Ja, oh jetzt im Moment sieht man es nur, weil da diese beiden Maschinen stehen, die wir gebaut haben. Und halt so Äste, ja, und Kisten. Boah, mein Charakter ist so ein Weichei. Komm hier jetzt drauf, ja, mit dir. Dafür, dass er der Rick ist? Echt? Auf jeden Fall, ey. Der Rick ist ein Weichei. Wen findet ihr denn am coolsten aus der Walking Dead Serie? Also auch an die Community gefallen oder an euch? Oh, meine Fackel geht ich aus. Ich bin Daryl-Fan. Ich auch. Daryl ist ziemlich cool, ja. Obwohl, von der Vorgeschichte her, aber da wollen wir jetzt mal nicht drauf rumhacken, ne? Da geht's ja genau drum. Ja, ja. Und ja, die Michonne, die ist auch cool. Das Michonne ist halt echt tough, ne? Ich tue ein bisschen Scheiße in die Truhe. Lebende Charaktere oder schon gestorben? Ja, wir dürfen da eigentlich gar nicht drauf eingehen, weil nachher Spoiler. Ja, machen wir einfach keinen Unterschied. Ja, ja, dann sag ich einfach. Dale-Face. Dale-Face. Oh. Zwei sind rausgeflogen. Wer ist rausgeflogen? Was, ich bin rausgeflogen? Benny! Oh mein Gott, wie kann das? Ich bin auch noch da! Wie ja, kann das sein? Ey, bringt das was, Karotten zu rüsten? Ja, ja, so ein bisschen. Ich wollte jetzt mal einen Ofen bauen für uns, also einen Kochtopf. Aber was brauchen wir dafür? Crap. Okay, ich habe ein bisschen Kacke, habe ich hier ein Dings gepackt. In die Truhe, zwei. In die Kacke-Kiste. Zwei Haufen Scheiße in der Kacke-Kiste. Ach cool, hat da einer meinen Hut wieder hergebracht? Ja, ich hab mitgebracht. Oh, ich bräuchte Stöcke. Hat jemand Stöcke? Ja, Moment, ich hab doch viele gesammelt. Ja, vier. Ich drop mal. Ja. Wie lange geht die Folge eigentlich? Ja, wir sind jetzt, das ist der Tag so, ist jetzt um. Jetzt ja, durch. Ja. Der Tag ist jetzt um und was haben wir denn jetzt geschafft eigentlich? Wir haben jetzt unser kleines Lager hier aufgebaut. Was ist das denn hier? Die Alchemy Engine, das erinnert mich ja an euch ein bisschen. Können wir da auch weitere Sachen mitbauen? Was denn vor allem? Genau, ja, noch mehr. Und jetzt diese Farmen, die der Tommy gebaut hat zum Beispiel, dafür brauchen wir die. Ah, okay, da muss ich mal nachher hinkommen, dass ich auch mal so eine Farm hinkriege oder so. Ah, das ja, um den Kühlschrank, Erik, müsstest du dich auch mal wieder kümmern. Ja, ja, ja. Bei mir ist das aber auch noch alles verschlossen. Ich habe voll viele Schlösser. Muss ich da erst noch andere Sachen bauen, um andere Sachen freischalten zu können? Nee, du musst nur neben den Maschinen stehen, damit dir die Sachen dann auch angezeigt werden. Genau. Und dann musst du dir einmal bauen und dann kannst du sie immer bauen. Ja. Aggressive. Wer hat denn da noch keinen Hut? Der Domi. Und der Erik hat seinen auch nicht an. Oh Mann, so, Leute. Ich hab nämlich noch einen über. Ich hab noch einen über. Da gibt mir einen ruhig. Oder? Für heute. Genau. Für die heutige Folge ist dann jetzt ein kleines Päuschen angesagt und weiter geht's in der nächsten Episode. Ich bin gespannt, wie lange wir überleben, aber wir haben es ja mal hingekriegt. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Tschüss. Ciao. Ciao. Ja, das war die neueste Episode von Let's Play Don't Starve Together. Und die war ziemlich spannend, denn wir haben einfach mal alles überlebt. Ich weiß, ich muss mich immer noch einfinden, ich war jetzt kein großer Beitrag, aber es macht richtig Spaß. Und ich hoffe, euch mindestens genauso wie mir. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode.